Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Automobilista Beta. Ja, ich habe gestern die Kombination MCR Racecar und Oldham Park International ausprobiert. Und nicht nur ausprobiert, ich habe es kennen und lieben gelernt. Ich kannte beides noch nicht. Ich habe mir das immer noch aufgespart bis zu dem Zeitpunkt, wo ich richtig Bock drauf hatte. Und das war gestern. Und heute habe ich noch mehr Bock, weil ich jetzt beides kenne, die Strecke und das Auto. Und ja, gestern war die KI mir ein bisschen zu schwach, die stand auf 115%. Ich war am Ende vom Rennen, glaube ich, 10 Sekunden vorne, obwohl ich viele, viele Fehler gemacht habe. Und jetzt habe ich sie auf 120% gestellt. Ich war auch kein Qualifying, sondern starte gleich von ganz hinten. Ja, weil ich einfach denke, ich kann die KI hier ein bisschen einholen, wenn ich von hinten starte. Ja, 15 Minuten soll das Rennen wieder dauern. Die KI hat vor allem hier Probleme. Das ist eine Doppelrechtskurve. Ja, die vorletzte Kurvenkombination vor Start und Ziel, da verlieren die Jungs und Mädels so ungefähr 1,5 Sekunden im Vergleich zu mir. Wahrscheinlich erwische ich die Kurve auch noch nicht richtig. Jemand, der die Strecke besser kennt und eine bessere Linie fährt, der wird hier noch mehr rausholen können. Des Weiteren hat die KI hier Probleme bei der ersten Schikane. Ja, die kommen da nicht so schnell raus und verlieren auch Zeit in der ersten Kurve nach Start und Ziel. Ja, da stimmt einfach einiges noch nicht mit denen, aber es handelt sich ja um die Beta-Version und Racer Studios werden sicherlich daran rumschrauben, dass ich wieder bei einer 105er KI zu kämpfen habe und nicht eine 120er KI hier fahren kann. So, die Strecke, wie gerade gesagt, habe ich gestern kennengelernt. Ich habe die von Project Car schon gekannt, den oberen Teil, Forsters oder wie das heißt, aber bin da nicht lang gefahren und das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Den unteren Teil kannte ich gar nicht und ich muss echt sagen, durch den Flow, den die Strecke hat, kommt man relativ schnell rein. Oder was heißt relativ? Überhaupt nicht relativ. Man kommt super gut rein. Mir fiel es absolut leicht, die Strecke auswendig zu lernen. Weiß nicht, ob es an den Geländepunkten liegt, an den markanten oder an den seitlichen Anzeigen, Entfernungsanzeigen zur Kurve oder ja, wie auch immer. Oder dass einfach jede Kurve irgendwie anders ist oder ganz speziell. Keine Ahnung, es fiel mir auf jeden Fall sehr leicht und ich habe diese Strecke echt lieben gelernt. Also ja, gehört jetzt zu einer meiner Lieblingsstrecken, weil sie auch relativ kurz ist. Also nicht so ein Spa-Monster mit 2,20 oder sowas, wo man unterwegs ist, sondern hier 1,45 in etwa. Ja, das ist so eine nette Rundenzeit eigentlich, ja, ganz gemütlich. So, bei 15 Minuten sollten 10 Runden drin sein. Wir packen ein bisschen mehr Sprit rein. Machen den Flügel hoch, damit man einfach in den schnellen Passagen ein bisschen mehr Downforce hat, damit das Heck nicht kommt. So schätze ich es auf jeden Fall ein. Gestern die Übersetzung hatte im fünften Gang, den habe ich nicht ausgefahren, deswegen machen wir sie hier ein bisschen kürzer, damit ich den ein bisschen mehr penetrieren kann, den fünften, und an der Aufhängung ändere ich nichts, obwohl meine Reifentemperatur gestern sehr hoch war. Es hat sich aber alles noch gut angefühlt. Ich starte mal die Karre hier nebenbei. Ihr seht es jetzt nicht, aber an meinem G27 gehen die Lichter an, das heißt, alles funktioniert. Und dann überspringe ich hier mal mit der Leertaste und auf geht's. Ja, wie ich immer sage, wenn ich Automobilista spiele, die Sounds sind der absolute Hammer wieder. Also ich könnte beim Sound dieser Rennmaschine könnte ich einschlafen. Die bremsen ja aber ganz schön früh. Ihr habt es gerade gehört, wie ich mit dem Gas gespielt habe. Drauf aufs Gas, runter vom Gas. Ja, einfach um hier nicht in den PC-Gegner reinzubrettern. So, ich nehme hier wesentlich mehr Speed raus. Die sind am Anfang noch sehr vorsichtig mit den kalten Reifen unterwegs. Ich bremse jetzt auch vorsichtshalber mal. Da macht schon einer einen Abflug. Auch hier, wow, wow, wow. Oh, hey, hey, hey. Also ich will hier ein sauberes Rennen fahren, ne? Also ich tue ja immer gern so, als ob die KI wirklich menschlich wäre. Heißt, ich versuche keine krummen Dinge abzuziehen, mich irgendwo noch reinzudrängeln, sondern hier so saubere Manöver zu fahren. So, und der sieht uns nicht. Das ist jetzt, ah, toll. Aber Beta. Es handelt sich um die Beta und ja, da darf das noch so sein. Alles kein Problem. Ah, nicht gut eingelenkt hier.
wollte ich gerade noch was anderes sagen eigentlich. Jetzt habe ich aber den Faden verloren wegen der Aktion. Ja, der Rote, der ist einfach reingebrettert, nachdem er die Kontrolle verloren hatte. So, hier ist jetzt diese Doppelrechts und ihr habt gesehen, die KI lässt hier wahnsinnig viel Zeit liegen. Wahrscheinlich sind sogar mehr als 1,5 Sekunden. Wenn man hier zu weit rauskommt übrigens, hat man leicht verkackt. Da unser MCR zum Ausbrechen neigt. Ah, so viel komme ich jetzt hier gar nicht ran. Also in der ersten Kurve hier nach Start und Ziel verlieren sie nicht ganz so viel wie gedacht, aber... doch einiges. Ja, auch hier kommt man besser raus. Normalerweise bei einer 120er KI hätte ich überhaupt keine Chance. Die machen mich, die zerstören mich einfach. Jetzt ist der außen. Oh, sorry. Jetzt habe ich den voll abgedrängt. Das wollte ich nicht. Ich könnte jetzt bei Automobilista Beta könnte ich auch den Crew Chief aktivieren. Aber der geht mir ein bisschen auf den Seier. Und wenn ich dann nebenher noch spreche, dann glaube ich, ist auch für einen Zuschauer nicht so angenehm. Ja, das habe ich gemeint. Die KI verliert hier auch Zeit. Kann ich richtig rausbilden? Ja, doch. Ja, besser. Besser als ich jetzt. Aber ich bin die Schikane auch nicht sauber gefahren gerade. Komme ich vor den Gelben? Jo. Ja, und ihr hört es immer, wenn ich vom Gas gehe und wieder drauf. Ich finde die Sounds einfach super dynamisch und auch glasklar. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt neulich, dass bei Assetto Corsa die Sounds einfach so ein bisschen gedämpft wirken. Als ob man einen Helm an hätte. Und das ist hier bei Race Room überhaupt nicht der Fall. Race Room sage ich schon. Bei Automobilista Beta, Entschuldigung. Und bei Race Room natürlich auch nicht. Da sind die Sounds glasklar. Aber wenn wir schon von Assetto Corsa sprechen, ich habe heute gelesen, dass sich Luca und Marco über Facebook unterhalten haben, und zwar darüber, wann das Porsche DLC rauskommt. Nächste Woche wird es einen Release-Termin geben. Und jetzt sind alle schon gespannt, ob die PC-Jungs und Mädels das DLC früher bekommen oder dann, wenn es auch die Konsole raus bekommen. Also ich tippe ja darauf, dass sie es gleichzeitig machen. Na, der macht auch einen Abflug. Den habe ich jetzt aber nicht behindert. Oh, da will sich der Blaue reindrängeln. Habe ich auch nicht zugemacht. Ja, aber einfach abwarten, was die nächste Woche so bringt. Die Patchnotes seien laut Marco sehr üppig. Boah, verbremst. Und es freut mich einfach. Also mich freut es, dass ich Assetto Corsa vor Jahren gekauft habe. Und dass sich da einfach immer noch was tut. Ja, auch bei Racer Studios und ja, bei Dirt anfangs auch noch. Das finde ich jetzt cool, dass Entwickler so auf die Community eingehen, dass man nicht mehr jedes Jahr irgendwie ein Update raushaut, sondern wirklich an einem Spiel dranbleibt, an einem Titel und es weiter verbessert. Deswegen unterstütze ich Assetto Corsa und Racer Studios auch so gut ich kann. Finde ich einfach sehr sympathisch. Unsympathisch dagegen finde ich eher, was jetzt Bugbear abzieht, die Jungs, die Wreckfest programmieren oder entwickeln, wie auch immer. Die bringen nämlich jetzt ein neues Spiel raus, obwohl Wreckfest noch lange nicht fertig ist. Also Wreckfest steckt ja eigentlich immer noch in der im Early Access, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich war an dem Titel sehr interessiert, aufgrund der Schadenmodells. Und weil ich früher auch Destruction Derby gern gespielt habe, da war ich noch ein Kind. Aber fand ich nicht schlecht. Und jetzt, wenn's die Karren so richtig schön zerbröselt, dann finde ich das eigentlich auch recht nett. Naja, auf jeden Fall leisten die sich jetzt... Uah, blockierte Räder. Leisten die sich den Oberhammer, finde ich. Kündigen hier neue Spiele an, obwohl es genügend am Alten zu tun gibt. Weiß nicht, wie findet ihr das? Ist es okay? Kann man das machen? Oh, ich hab's gewusst. So, der kam aber auch nicht besser weg als wir.
Wenn wir jetzt an ihm vorbeiziehen, wird er uns rauskicken. Okay, auch eine Möglichkeit. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, also nochmal, wie findet ihr das? Kann man das bringen? Darf man das? Ist das okay? Ethisch, moralisch? Also ich finde es nicht gut. Das sollte man nicht machen. Das ist genau das, was ich... Also wenn das jetzt Kunosh oder Racer, wenn die das abziehen würden, wäre ich schon stark enttäuscht. Automobilista zum Beispiel ist jetzt erschienen. Ja, kam ganz klar raus. Zack. Hat noch Baustellen, ist aber ja, an für sich ein fertiger Titel. Wenn man heutzutage überhaupt davon sprechen kann. Und ja, da wurde Racer 2017 angekündigt. Und ja, für mich, das passt. Ich bin da nicht böse. Und ich finde es auch gut, dass das früh kommuniziert wurde. Aber jetzt plötzlich kommt bei Bugbear so der Hammer so, ja, hier, neues Spiel für euch. Bitteschön. Naja. Als möchte ich hier nicht die ganze Zeit über Bugbear quatschen. Bugbear? Bugbear? Nee, Bugbear heißt es doch. Oder? Käferbär. So. Ja, was tut sich bei Race Room Racing? Nicht viel irgendwie, es wird wahnsinnig viel angekündigt, aber es kommt nichts dabei rum. So, also so macht es den Eindruck auf mich. Ich warte ja immer noch auf den Audi TT Cup, den neuen. Und auf den M6. Und oh, die Corvette. Das wird ein Fest. Die C7R. So, wir sind 11. von 22. Es läuft eigentlich ganz gut. Und wie zu erwarten war, während ich hier mit euch rede, bin ich sehr viel langsamer. Aber es macht nichts. So, du ziehst dich... Ja. Der zieht raus, der Blaue. Da können wir gut vorbei. Nein, nein, nein. Ich hätte vom Gas gehen sollen. Kommt der Blaue auch noch? Nee. War knapp. So, dann, was ich auch noch gelesen habe. Ich habe mich natürlich, weil ich mich für Rally Games auch interessiere, WRC 6, also WRC 5 habe ich die Demo letztes Jahr gespielt und ich war abartig enttäuscht. Also noch mehr, als ich anfangs von Sebastian Löb Rally Evo enttäuscht war. Von der Demo damals, weil die einfach total verbuggt war. Und jetzt habe ich bei Steam gelesen, dass die Leute, die sich ja ein bisschen was Simulationslastigeres erhofft haben, doch recht enttäuscht sind. Und ja, WRC auch dieses Jahr wieder mehr so ein Arcade-Racer wird. Ja, und da werde ich auch einfach mal großzügig drüber hinwegsehen über dieses Spiel. So, der Grüne kommt jetzt wieder. Das dachte ich mir. Brauche ich dann nicht haben, also. Mir reichen Dirt Rally und Sebastian Löb. Das passt für mich und ja. Wenn es jetzt ein cooles Rally-Game mit Lizenz geben würde, das einige positive Rezension hätte im Bereich, Entschuldigung, das war fies von mir, im Bereich Simulation, dann würde ich es mir wahrscheinlich auch holen, aber so nicht. Oh, nein, 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 wir werden angeschoben. Der Grüne wollte sich rächen. Jetzt ist er weiter weg. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Was weiß ich sonst noch aus der Welt des Simulationssports? Ich lese ziemlich viel, aber wahrscheinlich vergesse ich auch wieder sehr viel. Oder nicht wahrscheinlich. Das ist so. So, das war ein Fehler. Uah. So, ich hoffe jetzt, dass wir hier besser rauskommen. Dann schnappe ich mir den jetzt noch vor dieser schnellen Linkskurve. Geht das? Ja. Oh, trotz 5er Flügel rutschen wir hier.
Oh, das waren meine Bremsspuren von vorher. Ja, die Reifen hier wieder rot, jetzt auf 90%. Viel zu spät gebremst. Ja, und ich finde es echt cool, diese Karre hier, dieser MCR, trotz seiner, was, 179 PS. Die Hinterräder drehen durch und alles, trotz riesen Flügels, weil er halt eben so leicht ist. Und abartig geil zum Fahren. So, wie mache ich es jetzt? Ich bremse ein bisschen früher und schnapp ihn mir wieder im zweiten Teil. Der Kurve fahr hier äußerlich an und dann zack. Ja, das funktioniert immer ganz gut. Wenn man ein bisschen weiß, wie die KI so tickt, dann kann mir hier was rausholen. Wow. Finde ich auch geil, wie man im Lenkrad die Vibrationen fühlt. Ah, 45. Damit bin ich 2 Sekunden langsamer fast als gestern. Aber es liegt einfach daran, dass ich ein bisschen hier quatsche. Trotzdem reicht es noch, um mit der KI mithalten zu können. Bald leider nicht mehr, wenn der neue Patch kommt. Ich glaube, die Jungs bei Razer sind ziemlich busy momentan und haben jetzt irgendwie sich dazu entschlossen, Features, die sie in 1.2 packen wollten, schon in 1.1 reinzupacken. Das finde ich ganz cool. Also irgendwas gab es, irgendwelche Probleme, soweit ich das gelesen habe im Forum. Dass sie den Patch nicht diese Woche rausbringen konnten. Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich habe ihn angeeckt. Aber er rächt sich gleich ein bisschen, revanchiert sich hier. Der weiß-orange, ne? Oh, jetzt habe ich die Tür zugemacht, weil er viel früher gebremst hat. Und wir sind Vierter. Wird es noch was? Was sagt die Uhr? 8 von 9, das kann aber nicht sein. Jetzt müsste doch irgendwann eine Anzeige kommen, nur noch eine Minute oder sowas. Wenn das Rennen schon so fortgeschritten ist. So, geh du raus wieder. Zack. Ja, jetzt noch eine Minute. So, und wenn alles gut läuft, kann ich die beiden auch noch holen. Die fahren hier ziemlich weit raus, ja, nochmal eine Bestzeit hier aufgestellt. Weil einfach die KI nicht so gut hier zurechtkommt. So, hallo? Hier ist gut vor der Bodenwelle zu bremsen übrigens. Also alle Jungs, die hier 1,38er Zeiten fahren, die lachen über mich. Aber wenn man die Strecke noch nicht so gut kennt, so wie ich, dann eignet sich das hervorragend, vor der Bodenwelle zu bremsen, wenn man einfach dann kein so ein unstetes Auto hat. So, und danach noch eine Runde. So, jetzt hat sich's ausgezahlt, früher zu bremsen. Mensch! Ah, fahr doch deine Linie. Jetzt wird er hier aber ein bisschen unruhig, der Junge. So, jetzt hole ich ihn mir in der Doppelrechts und dann fahre ich die letzte Runde noch zu Ende. Das ist der Plan. Ganz gechillt und gemütlich. Gelingt mir irgendwie nicht so. Und nein, doch, kein Kontakt. Gut, da ist der immer noch. Oh, jetzt hat er uns sogar liebevoll angestupst. So, jetzt ist er ein bisschen weg. So, und die karierte Flagge müsste kommen. Kommt nicht. One lap to go. Heißt aber dasselbe. So, blauer. Blau-schwarzer. Hier kommt die Bodenwelle gleich. Die da. Zack. Jetzt habe ich genau auf der Bodenwelle gebremst.
So, und dann mit dem 5er Flügel kann man hier schön aufs Gas latschen und sich raustreiben lassen. Auch vom Gefühl im Lenkrad, ah, es ist einfach herrlich. Hier lupfe ich immer ein bisschen, dass die Nase eintaucht in die Kurve und dann gehe ich wieder voll drauf. Boah, genau das meine ich mit der letzten Runde. Ist immer so die fehleranfälligste, finde ich, wenn man, vor allem wenn man dann in Führung ist. Man denkt sich, ja, jetzt ist man ja schon die ganze Zeit gut gefahren, ne? Was kann uns die letzte Runde noch anhaben? Einfach alles, ja, wenn man dann einen Abflug macht, hat man halt einfach Pech gehabt. So, jetzt ganz locker hier im Flow durch. Ah, da wäre viel mehr drin gewesen jetzt. Aber naja, egal. Hauptsache ins Ziel kommen. Und jetzt hat es doch geklappt, alle zu überholen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Lief jetzt aber einfach gut und... ja, hat Spaß gemacht. Also ich kann die Kombi nur jedem empfehlen. Ach so, ich trottel die schwarz... weiß karierte Flagge kommt natürlich, wenn man dann im Ziel ist und nicht, wenn es nur noch eine Runde ist. Habe ich hier mit Assetto Corsa verwechselt, dass dann die weiße Flagge kommt dann. Und ihr fahrt hier noch um Platz, keine Ahnung, Platz 100. Die pacen hier ganz schön. Wollt ihr nicht liebevoll hier das alles auslaufen lassen? Der fällt ins Gras hier. Naja. Gut, ich würde sagen, ich packe wieder was von der Wiederholung hinten rein. Nicht alles, aber so ein bisschen was. Und ja, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch Spaß hattet beim Zusehen, so wie ich beim Fahren. Und weise nochmals darauf hin, dass ihr gerne immer irgendwas schreiben könnt in die Kommentare. Ich antworte jedem, da es einfach noch nicht so viele Leute gibt, die sich meine Videos angucken. Deswegen kann ich jedem antworten noch. Und bin einfach froh, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt, positiv wie negativ. Ich freue mich über alles. Und werde dann auch versuchen, eure Wünsche und Anregungen umzusetzen. Also nochmals vielen herzlichen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.